Hallo und willkommen. Ich bin MK3, wie ihr seht, ist natürlich nochmal Zeit für Warframe. Und was heißt es heute wieder? Natürlich, Baro ist wieder da. Baro ist wieder da und es sind ein paar Sachen, die ich mir sogar dieses Mal gekauft habe. Das heißt, in meinen Worten, es sind vielleicht interessante Sachen dabei. Naja, sei jetzt einfach mal. Aber ich schweife ab. Natürlich habt ihr wieder mal von dem guten Baro auch einen Brief gekriegt. Wir können da kurz mal reinschmeißen, hier den Brief hier. Hier oben ist er auch schon und da sollen wir auf das Relais von Pluto gehen. Natürlich. Natürlich. So, und dann wären wir auch endlich auf der Station angekommen. Direkt mal schauen, was der gute Baro diesmal so in seinem Koffer dabei hat. Natürlich habe ich Great Taste, Junge. Immer habe ich Great Taste. Natürlich, hier oben fangen wir natürlich immer damit an. The Sands of Inaros Blueprints. Für Leute, die Questreihe für Inaros machen wollen, das wäre... Ja, ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber jedes Mal habe ich den Gedanken, Mensch, wenn du es heute nicht sagst, wird bestimmt jemand fragen, was das ist. Als nächstes haben wir was, was ich auch gleich zeigen werde. Das ist tatsächlich eine Regila. Also ein... Ja. Zeige ich gleich auf dem Schiff. Ist vielleicht einfacher als das Ding macht ihr auf die Schulter normalerweise. Oder auf die Brust. Aber in dem Fall glaube ich, das ist eher für die Schulter gedacht. Und dann können wir mal ein bisschen drauf gucken, weil das ist schon ein bisschen spezieller. Das ist wirklich schon ein bisschen spezieller. Ich wusste nämlich nicht, was es ist. Und es haben zwar welche ein paar Bilder gezeigt. Dachte ich mir so wie, ich kann mir das schlecht vorstellen. Krieg ich mal kaufen. Okay, als nächstes haben wir eigentlich die schönen, guten Primed-Mods. Nämlich Crit-Schadensbonus von 110% für Schrotgewehre. Nämlich Primed Ravage. Sehr cool. Dann haben wir als nächstes Mod, den ich scheinbar schon dreimal habe. Ich wusste gar nicht, dass ich den dreimal besitze. Aber Primed Flow natürlich. Ne? Und das ist toll. Also für jeder, der jetzt sehr viel Energie haben möchte und vielleicht auch ein paar Mods besitzt, wo seine, sozusagen seine Energie anstatt Lebenspunkte benutzt werden können. Ja, das ist der Mod, den ihr unbedingt dabei haben wollt. Weil mehr Lebenspunkte, mehr Energie heißt dann für die Leute nämlich mehr Lebenspunkte. Das heißt im Falle von so einem, ich glaube Volt Prime und Sorin Prime, irgendwas auf maximaler Stufe vielleicht 800. Und das ist sehr cool. Nicht 800 Lebenspunkte, aber 800 Energie. So, dann haben wir noch Primed Heated Charge für Pistolen. Und ich empfehle fast jedem, diesen Mod mitzunehmen. Warum? Wir haben nicht besonders viele Mods für Pistolen, die uns sehr viel, ich sag jetzt mal, Bonusschaden auf einmal geben und 165% einfach mal Hitze mehr in der Pistole haben. Ist ziemlich, ziemlich schweinegeil. Deswegen empfehle ich wirklich jedem, das mitzunehmen. Bei den meisten, bei Warframe Builder auf der einen Webseite, wo man ja auch theoretisch die ein oder andere Waffen sozusagen Skillung oder Modierung, möchte ich beinahe schon sagen, reinziehen kann, ist meistens dieses Primed Heated Charge für Pistolen nämlich dabei. Als nächstes haben wir dann noch so eine Goggle oder Google, wie auch immer das Ding jetzt heißt, Statue, nämlich von dem Baro Keltier, also so eine Art, so ein Wackeldackel-Typen, den habe ich auf meinem Schiff hier auch stehen, können wir gleich nochmal einen Blick drauf schmeißen, genauso wie wir hier oben gleich noch einen Blick drauf schmeißen müssen. Dann haben wir noch einen Credit Booster, ein einzelner, nämlich für Geld. Gut, brauchen wir nicht unbedingt. Aber er ist nun mal da. Dann haben wir wieder die drei Beacons um den Stalker, die Gastrek 3 und natürlich Sanoka zu beschwören. Die ihr natürlich auch vor ohne etliche Sachen auszugeben einfach so beschwören könnt, indem ihr nämlich einfach nur für die, ich glaube für die Gastreks waren es Korpusmissionen müsst ihr da machen, weil die dann von den Greens geschickt werden, um euch aufzuhalten. Bei Sanoka, dann schicken die, das ist halt das Gegenteil sozusagen. Ich war hier die beiden sozusagen gegenteilig, das heißt, man macht mal zu viel Korpusmission, kommen die, macht man zu viel, achso, nicht irgendwelche Missionen, Vorsicht, natürlich nicht irgendwelche Missionen, sondern Invasionsmissionen. Vorzugsweise natürlich die so drei oder am besten fünfmal, meistens tauchen die danach nämlich auf. Zumindest kommt man dann, kriegt man sozusagen, wird man markiert von dem, wie der Stalker sagt immer, dass man gekillt werden soll. Und Sanoka, wie gesagt, kommt dann eben von den Korpus, wenn man zu viele Greenie-Missionen gemacht hat. Und der Stalker ist halt generell, wenn man Bosse tötet. Ich meine, die kommen schon oft genug. Die kommen eigentlich oft genug, aber hey, wenn ihr unbedingt meint, könnt ihr hier Sachen ausgeben, um die zu beschwören. Gut. Und zu den Prisma-Klamotten, wo ich jetzt sage, endlich. Nämlich den Prisma-Shade, das ist der Typ, der euch zwischendurch unsichtbar machen kann. Den habe ich tatsächlich nicht gekauft gehabt bis jetzt. Deswegen habe ich mir den sofort gekrallt, dass er endlich habe ich dich, endlich. Gerade für Meisterschaft sagen. Und dieses Ding ist eben auch ein bisschen besser von den Stats jetzt her als der normale Shade. Und er sieht ein bisschen, finde ich jetzt persönlich, aber ich bin halt ein Sucker gerade für Prisma-Sachen und Optiken, sieht ein bisschen besser aus in dem Zusammenhang. Ach ja, und die Knarre, die das Ding schleppt, können wir uns gerne nochmal angucken. Die ist auch ganzen Satz besser, würde ich sagen. Jetzt nicht Mörder besser, aber man merkt schon einen deutlichen Sprung.
Und natürlich am Ende noch die Prisma Tetra, sozusagen der tödlichste Tetrapack des Universums. Das Ding, wir können ja gerade kurz gucken, von den Stats. Ja, 7 Einschlag, 28 Durchschlag, das war's. Ja, ich meine, es hat Schnellfeuer, Pew-Pew-Teil von den Korpus und Feuerrate 7,08, ist jetzt nicht unbedingt langsam. Crit-Chance von 10%, meh. Okay, Status 15%, meh. 60 Magazin, meh. Also ich meine, von den Stats her ist das Ding natürlich besser als die normale Tetra, aber naja, sag jetzt mal. Ich meine, man kann sie sehr geil einfärben. Ich glaube, das gebe ich der Waffe auf jeden Fall. Aber da sie nicht Hitscan ist, sondern die Projektile ja durch die Landschaft fliegen und somit natürlich vorbeifliegen können, bin ich da nicht so ganz der Fan von. Ich bin da eher so Fan von Projektilwaffen, die jetzt, wo die Kugeln nicht durch die Luft fliegen müssen, sondern putsch einfach da sind, weil dann schieße ich nicht mehr daneben. Vielleicht liegt es einfach da. Seht ihr, und das war es eigentlich hier schon auch gewesen. Am besten, wir gehen mal ganz kurz zurück aufs Schiff. Ja, until next time. Ja. So, dann wären wir wieder auf dem Schiff auch angekommen und wie ihr übrigens auf dem Rücken schon sehen könnt, ja, ich habe dieses Flammenteil, ja, was einmal günstiger war an einem Tag, tatsächlich mal geholt und habe jetzt das auch eingefärbt. Es ist ein bisschen sehr dunkel geworden, weil ich habe halt versucht, eine Amethystfarbe hinzukriegen. Das ist so eine Art Violett, aber dunkler eigentlich, das ist eigentlich Amethystfarbe, wenn man so will. Und deswegen sieht man auch fast nichts mehr, was er da tut. Das ist eigentlich ein ganz, ganz dunkles Blau momentan. Nur ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Violett überhaupt in meiner Auswahl irgendwo drin habe. Aber was soll's. Gucken wir uns erstmal die ganzen Klamotten nacheinander an. Nämlich, fangen wir mal erstmal oben an, nämlich mit das Wichtigste, was ich gleich machen muss, glaube ich, erstmal dieser Regular für die Schulter. Ich glaube, das gucken wir uns zuerst jetzt erstmal an. Und dafür müsste ich, glaube ich, auch noch was anderes einstellen. Das ist nicht, oder Dead? Nee, und Attachments sind wir falsch. Und der Regular, und hier müsste ich jetzt erstmal, glaube ich, kurz überlegen. Ach, die Farbe kann man auch hier einstellen. Okay. Ich dachte nämlich, sonst müsste ich vielleicht woanders die Farbe einstellen. Gucken wir mal gerade uns für den, ja gut, rechten Arm mal diese Regler an. Eine Sache, die ich immer unterschlage. Hier, die Regler sind natürlich nicht nur für die Brust, sondern natürlich auch für die Schultern. Wenn wir jetzt gerade mal so gucken, man kann da eigentlich sehr coole auch so Embleme einmal auf die Schulter tackern. Und das kostet ja noch nichts mal. Also natürlich, man hat so ein cooles kleines Embleme wie, ey, hey, hey. Und wir können da gegen ein paar Platinum sozusagen so Dinge holen. Dann können wir uns das auch auf die Schulter bappen, wenn wir wollen. Aber dadurch, dass man diverse Events und Missionen ja gemacht hat, kriegt man auch zwischendurch so andere coole Buttons, die wir uns da drauf schmeißen können. Aber ich lenke ab. Gucken wir uns jetzt mal dieses Keltierteil an. Seht ihr? Das ist. Jetzt habe ich mal ein bisschen dunkler Hintergrund. Ich glaube, ich muss die Farben einstellen. Kann man die Farbe irgendwie abändern? Hier können wir die Farbe nicht einstellen. Heißt das, man kann die Farbe gar nicht einstellen? Fragezeichen. Das wäre jetzt doof. Oder übernimmt es von hier? Weil ich habe nämlich den Eindruck, dass es von den Attachments vielleicht die Farbe übernimmt. Lass mal kurz was gucken. Nee, der Umhang kriegt andere Farbe. Aber ganz klar nicht das Teil auf der Schulter. Schade. Das Einzige, was man auch in dem Zusammenhang machen können, ist... Oder haben wir noch irgendeine andere Option? Hier vielleicht die Farbe abändern? Nimmt er vielleicht von... Ah, übernimmt. Okay, von dem Warframe. Von dem Warframe übernimmt er nämlich die Farbe. Nicht von dem Ding unbedingt in der Mitte, aber zumindest von dem Lichteffekt außen noch. Nehmen wir mal was richtig krasses, leuchtendes. Vielleicht... Hey, so was. Setzt sich doch gar nicht mal... Oder was Rotes vielleicht? Sieht auch nicht schlecht aus. Nehmen wir mal hier das hier. Was schön helles. Jetzt gehen wir kurz hier raus, damit wir es noch besser erkennen können. Ganz dunkler damit ein bisschen gehen. Das hat was, oder? Ich finde das jetzt gar nicht unbedingt verkehrt. Ist so ein dreidimensionales Objekt, was sich auch teilweise ein bisschen dreht. Wie ihr seht, das Killtier oder Kittier-Zeichen von ihm, das dreht sich halt immer schön. Und man hat diese Animation von eben der Farbe der Energie, die man hat, bei sich. Und da muss ich sagen, das sieht gar nicht verkehrt aus. Das wirkt gar nicht verkehrt. Natürlich können wir das kombinieren noch mit diversen anderen Klamotten. Nämlich zum Beispiel, habe ich mir gerade gedacht, vielleicht passt das auch super. Moment, lass mich kurz gucken. Und Attachments diesmal, und zwar für den rechten Arm, und zwar will ich dieses haben. Oh, seht mal, das sieht doch phänomenal aus. Ne, jetzt ernsthaft mal. Wir können natürlich auch noch eine Farbe hier nehmen. Wir können, passt das? Der Ring. Oh, guck mal da, das ist doch auch nicht verkehrt, oder? Gerade die Teile, die nämlich so, sag mal, so Schulteraussparungen haben, meistens ist tatsächlich diese Embleme nämlich dort zentriert, und das sieht auch nicht unbedingt verkehrt aus. Das sieht doch mal direkt eine Nummer fetter aus. Ja. Oder Hiddy halt, ne? Hiddy, so ein, die von dem EOS. Weil da ist nämlich auch oben so eine Aussparung. Kann man vielleicht gar nicht fast sehen. Von anderen Sachen, glaube ich, die passen jetzt weniger. Wobei auch das nicht unbedingt schlecht aussieht. Das sieht auch nicht unbedingt verkehrt jetzt aus.
Ja, aber wie gesagt, es ist eine Regular, hat kein Attachment, deswegen kann man das schön kombinieren miteinander. Und gerade mit den Ported-Schulterteil muss ich sagen, das sieht schweinegeil aus. Ich glaube, das machen wir auch mal gerade rein. Weil das sieht irgendwie fett aus. Gut. Ganz kurz will ich mal mit nochmal hier rauslaufen gerade. Er hat wieder seine Animation, weil er irgendwie so Bullshit machen wollte. Aber das sieht cool aus, oder? Ja, gut, das steht ein bisschen zur Seite, aber ich meine, das ist ganz okay, weil sonst würde das Ding ja in der Schulter hängen. Mit den Lichteffekten. Nice. Ja, ich würde sagen, für Leute, die Fashion Frame gerne betreiben, also ihre Warframes schön ausstaffieren wollen, sind diese Schulterteile vielleicht wirklich nicht verkehrt. Ich muss ja nochmal gucken, bei wem die noch so cool aussehen. Muss ich jetzt mal gerade festhalten. Also, das ist ja. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Aber gut. Bevor ich jetzt hier weiter darüber philosophiere, wie cool das aussieht und was das alles noch womöglich besser aussehen könnte, gehen wir mal kurz ein bisschen weiter, weil wir haben noch ein paar andere Sachen vor uns. Nämlich. Ich hatte eben gesagt, wir hatten da noch den Shade. Wir können auch mal den normalen Shade uns angucken. Zumindest von den Stats, die wir erkennen können. Schild normalerweise, kann man hier sehen, 50 hat er normalerweise Standard-Base, 350 Leben und 50 Rüstung auf den Prisma gewechselt. Zack, er hat jetzt 100 Schild standardmäßig, 350 Leben, aber 75 Rüstung. Das heißt, man reitet von der Überlebenschance her, wahrscheinlich ist er schon mal einen Tacken besser. Jetzt nicht Mörder viel besser, aber einen Tacken besser. Gucken wir uns aber gerade noch Zusammenhang, weil ich nämlich gesagt habe, ja, die Waffe dazu an. Ich habe meistens bei mir zwar nie eine Waffe equipped, weil ich, wenn ich mich anschleiche, will ich nicht, dass mein Teil plötzlich nebenan fängt, meine mit um sich zu schießen oder andere Sachen, nicht wahr? Aber ja. Das ist der Burst Laser, wäre das, glaube ich, gewesen. Ja, weil wir hier einen Prisma Burst Laser haben, muss es das wohl sein. Der normale Burst Laser hätte hier so alles die grünen Stats, kann man eigentlich sehr gut erkennen. Ich habe ja nur also nie eine Waffe drin, deswegen kann man es gut erkennen. Das heißt, man braucht 0,3 Schnittschaden, kann man völlig vergessen. 6. 6 Durchschlagsschaden und 0,7 Einschlagsschaden. Naja, Statuschance 2%, braucht man nicht darüber zu reden, es ist Käse. Magazingröße 15, okay, Feuerrate 1,61. Crit Multiplier 1,3 nur, wow, wie schlecht. Und eine Crit-Chance von 2,5. 100% erkunden sie. Naja, okay, wenigstens ist das drin, ne? Aber jetzt gucken wir mal gerade bei der Prisma. Am besten, ich tue ein bisschen hin und her switchen gerade, aber kann man natürlich besser erkennen. Also, wir haben oben schon mal nicht mehr 0,3, sondern 0,5 Schnittschaden. Anstelle von 6, 8,5 Durchschlagsschaden. Und anstelle Einschlagsschaden von 0,7 einen, immerhin. Eine Statuschance immerhin jetzt nicht mehr von 2, sondern 10%. Da sieht man schon direkt eine deutliche Steigerung. Magazingröße ist genau gleich geblieben, Feuerrate genauso. Crit-Chance von 1,3 auf 2. Oh yeah. Und eine Crit-Chance von 2,5 auf 5. Ausgezeichnet. Und natürlich, also auf jeden Fall würde ich mal sagen, selbst wenn ihr den Shade danach selber gar nicht benutzen wollt, und ihr habt vielleicht noch keine Primes-Waffen jetzt rumfliegen, aber ich muss sagen, den würde ich mir dann einbauen wollen unbedingt. Den Prisma Burst Laser. Gar nicht verkehrt, gar nicht verkehrt. So, und damit hätten wir beinahe eigentlich alles so weitestgehend erklärt und gemacht und getan. Wobei, ich tue jetzt mal trotzdem, weil ich hatte die Farbe ja schon von dem Rückenteil ja schon ein bisschen abgeändert, aber das. Ja, doch. Ich meine, ich war jetzt immer so ein bisschen unterwegs und habe natürlich jetzt meine Farben, wie gesagt, auf dunkel, ne, auf Amethystfarben wollte ich haben, weil Tod, Amethyst und so, hey. Aber ich muss sagen, gerade auch die Animationen hier, die man deutlich erkennen kann. Und vor allem, was mir nämlich aufgefallen ist, gerade wenn ich da so dunkel die Sache, die Farben einstelle. Wenn ich die Farben so dunkel einstelle, ich sehe ständig Spieler, die meine Schatten schlagen. Und das muss ja nicht sein. Ich meine, die können die im Dunkeln vor allem nicht auseinanderhalten, weil die exakt genau gleich aussehen. Und das halte ich für ein Gerücht, dass das eine gute Idee ist. Na gut, da sind auf jeden Fall ein paar sehr coole Sachen bei. Ich glaube, wir gucken uns aber ganz kurz noch die Tetra an. Die Tetra gucken wir uns hier vorne nämlich an. Ich habe die zweiten rumliegen, aber ich habe die normale Tetra nicht. Deswegen gucken wir sie kurz hier vorne noch an. Nur damit wir die beiden Waffen mal voneinander verglichen haben, damit die Leute jetzt sagen, was ist mit der Waffe? Ne? Gucken wir mal rein. Also Tetra war es, ne? Tet. Läuft. Erstmal mit die hier. Okay. 6, 24, 18. Okay, Crit-Chance ist für den Arsch, Status 10%, 60er Magazin. Ich glaube, da hat sich fast nichts getan. Und Crit-Multiplier von 1,5, das ist die Standard wohlgemerkt. Und die andere hatte ich zwar schon vorgelesen, gucken wir uns den Zusammenhang nochmal an. Okay, mehr Einschlagschaden und mehr Durchschlagschaden. Wollt mal, war bei einem anderen Schnitt bei? Das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. War da irgendwas anderes bei? Nein, nein, nein. Ist einfach von 6,24 auf 7,28 raufgegangen. Und ich glaube, die Feuerrate ging auch ein bisschen höher, oder? Ja, die Feuerrate ging auch ein bisschen höher. Der Crit
Der Crit-Schaden ist von 10% und der 2er Multiplier ist nicht verkehrt, Status ein bisschen höher. Ist in jedem Fall eine bessere Waffe, kann man, aber ich meine, da hätte man jetzt durchs Prisma schon allein sagen können. Aber ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt davor. Ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt davor und für Leute, die jetzt die Täter toll finden, ist das Ding womöglich definitiv seine Ocken wert, möchte ich fast sagen. Und bevor ich es natürlich vergesse, hier unten steht natürlich der gute Baro auch nochmal mit seinem Noggle-Cop-Statue. Da seht ihr es vielleicht vor mir gerade in der Mitte. Tut sich hier die Hände vor dem Brustkorb halten und guckt wie immer mit seinem tollen eckigen Helm interessant drein, möchte ich sagen. Nicht dämlich drein, weil ich kann davon zu wenig erkennen. Aber ja, den könnt ihr halt irgendwo aufs Schiff knallen. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, wie geht das überhaupt nochmal mit dem aufs Schiff knallen, gar kein Problem. Ihr gebt müsste, also, ne? Escape drücken und dann war das so ein Equipment, meine ich mich zu erinnern, auf Landing Craft und dann müsstet ihr gucken. Ja, genau, Place Decoration oder Dekoration wird es irgendwie heißen. Da ist natürlich jetzt nichts zu geben, aber wenn ihr den geholt hättet, würdet ihr hier so sehen und dann kriegt ihr denn hier die Option, den in die Landschaft zu knallen hier. Ausgezeichnet. Gut, das war's auch wieder von mir wie die MK3. Wie immer, danke fürs Vorbeischauen und Zuhören und soviel zum Thema Händler für heute. Und man muss sagen, da kann man sich viel von leisten. Da kann man sich voll von leisten, gerade die ganzen Prime-Mods. Ja, ich habe zwar noch kein einziges Schrotquell gebaut auf Crit-Basis, aber ich glaube, ich müsste das mal machen, weil immerhin habe ich das Ding in der Ecke rumliegen und ich muss vielleicht irgendwann wirklich meine Prime-Flows irgendeiner Form verkaufen, weil die müssen ja halt bei mir das Inventar vollkleistern. Okay, dann sage ich ja wie immer, bis ich sage, ohne Ciao.